Die Idee zu diesem Vortrag kam nicht von mir, sondern von Manfred Seiler. Manfred Seiler ist der Vorsitzende der Eckernförde-Eisenbahnfreunde. Und er fragte mich eines Tages auf dem Wochenmarkt, da ging ich aber noch nicht drauf ein, aber irgendwann später nochmal wieder, ich glaube sogar noch zweimal wieder. Und schließlich fand ich die Idee, etwas über diese Eisenbahnanlage im Museum zu erzählen, gar nicht schlecht, sondern reizvoll. Und so ging es also los. Es wäre überhaupt nicht gegangen, wenn nicht meine beiden bewährten Helfer, Herr Dr. Büttner von der Heimatgemeinschaft und Herr Schröder vom Museum Eckernförde, mich bei den Fotos unterstützt hätten. Das war mit viel Zeitaufwand verbunden und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Auch an Manfred. Auch an Manfred Seiler sollte er hier sein. Nochmal herzlichen Dank für die Bilder, die er mir gegeben hat und für manch eine Information. So, ich hoffe, dass Sie keine näheren Einzelheiten zu Lokomotivtypen oder zur Technik des Eisenbahnbetriebes. Das sind nicht meine Spezialgebiete. Ich erzähle Ihnen einfach nur ein bisschen von früher, halte mich auch nicht ganz streng an die Anlage im Museum, sondern schweife durchaus auch ab und ziehe auch Archivbilder hinzu. Wir wandern also so ungefähr vom einen Ende dieses Bildes zum anderen Ende. Wir müssen bis zum Gaswerk heute Abend kommen. Das wird eine ganze Weile dauern, aber ich hoffe nicht zu lang. Wenn wir in der Nachkriegszeit uns mit jemandem am Bahnhof verabredeten, dann konnten wir nicht sicher sein, dass unser Rendezvous zustande kam. Die Angabe war nicht genau genug, denn wir hatten ja damals drei Bahnhöfe in Eckernförde. Den Staatsbahnhof, da wo er auch heute noch liegt, den Kleinbahnhof, ein bisschen weiter nördlich in Richtung Nurstraße und den Güterbahnhof, ein bisschen weiter südlich in Richtung Lornsenplatz. Von den alten Gebäuden ist heute kein einziger Stein mehr nach. Aber wir haben ja unsere Eisenbahnfreunde. Dank ihrer Kunst können wir trotzdem sehen, wie die Bahnhöfe früher ausgesehen haben. Im Maßstab 1:87 haben sie genau nachgebaut, wie alles im Jahre 1951 aussah. Mit vielen Kleinigkeiten, die die Zeit vor 70 Jahren wieder lebendig werden lassen. Zum Beispiel die Fahrzeugtypen. Wie hier bei der Tankstelle Stoltenberg am Lornsenplatz. Sie sehen, die Polizei ist da noch grün. Oder die Nummernschilder aus der britischen Besatzungszeit. Der Kleine hier, der steht an der Schrankenanlage vor dem Lornsenplatz. Oder die britischen Jeeps. Oder die Mode damals. So sahen wir damals aus. Die rote Dame ist besonders aktuell, sie trägt nämlich unter ihrem Rock ein Petticoat. Der kam ja in den 50er Jahren auf. Wenn man durch die Anlage oder an der Anlage vorbeigeht, freut man sich immer über Einzelheiten, die man neu entdeckt. Wie zum Beispiel diesen Mann mit der Sense, der auf Knopfdruck sogar anfängt zu arbeiten. Oder hier den Goldeimerträger, der war unentbehrlich. 1970 gab es in der Altstadt noch 500 Goldeimer. Die Eisenbahner haben dann auch die Eckernförder Zeitung gelesen, studiert, was 1951 alles los war, haben dann Berichte über kleine Episoden gefunden, die sie dann nachgebaut haben. Wie hier zum Beispiel die Sache mit der Noor-Leiche. Und damit Sie das nur noch nicht in gruseliger Erinnerung behalten, zeige ich Ihnen schnell noch ein schöneres, auch altes Bild. Wirklich passiert war auch der Unfall in der Noorstraße, Ecke Gethjestraße. Da wussten alte Eckernförder noch zu berichten, dass Bäcker Fischers Dreiradwagen wohl etwas zu schnell um die Kurve gefahren war. Und ein Eckernförder wusste auch noch zu sagen, dass der Bäcker ja schließlich nicht nur Milch und Kakao getrunken hat. Und dann kommt dann noch der geohrfeichte Lehrling.
hinter dem Werkstattgebäude von Landmaschinen Koch in der Nordstraße liebte es die Chefin, sich in ihrem Liegestuhl in der Mittagssonne zu ahlen. Dabei soll sie, kaum vorstellbar für 1951, aber dabei soll sie nicht nur oben ohne, sondern splitternackt gewesen sein. Jedenfalls, wenn man dem Bericht von Uschi Pries Großmutter glaubt. So oft wie heute sah man damals natürlich noch keine unbekleideten Frauen. Und so nahm der Lehrling die Gelegenheit beim Schopfe und guckte mal verständlicherweise um die Ecke. Das sah aber der Meister und wies ihn mit einer schallenden Ohrfeige wieder zurück in seine Grenzen. Zu 1951 gehörte auch dieser ausrangierte Eisenbahnwaggon. Da wohnte eine Flüchtlingsfamilie. Wir hatten ja Wohnungsnot in der Nachkriegszeit. Viele Flüchtlinge wohnten auch im Nurlager. Auch davon haben die Eisenbahner einen Teil nachgebaut, inklusive Nissenhütte und Flüchtlingstreck. Das ganze Lager nachzubauen hätte natürlich die Möglichkeiten überschritten, denn das Nurlager war sehr groß. Und die Schwierigkeit der Eisenbahner war immer, alles unterzubringen in dem schmalen Raum, den sie zur Verfügung haben. Sie hätten eigentlich für ihren Maßstab 1 zu 87 einen Raum gebraucht, der 13 Meter lang ist. Aber im Museum steht ihnen nur ein Raum, der 8 Meter lang ist, zur Verfügung. Die schlaue Lösung, die sie gewählt haben, war, nichts abzuschneiden, das wäre ja schade gewesen, sondern die Straßen und Gebäude zu stauchen. Was ja eigentlich ganz praktisch war, denn es kam ja dabei nicht so sehr auf die Häuser an und auf die Straßen an, sondern auf die Bahnhöfe und die Gleise. Für die vielen komplizierten Weichen stand den Modellbauern der Originalgleisplan der Bahn zur Verfügung. Den haben sie in mühsamer Arbeit nachgebaut. Das Schienengewirr mutet fast großstädtisch an. Aber hier fuhr ja nicht nur die Staatsbahn Kiel-Flensburg, sondern auch die Kreisbahn nach Ellenberg, später Kappeln, außerdem die Kreisbahn nach Ofschlag und dann auch noch die Hafenbahn. Die Staatsbahn war zuerst da, nämlich seit 1881, zunächst aber noch ohne Bahnhof. Der mittlere Teil des Empfangsgebäudes war dann ein Jahr später fertig. Im Laufe der nächsten Jahre kamen etliche Anbauten nach Norden und Süden hinzu und 1888 schließlich auch ein Bahnsteigdach. Das sollte die Reisenden vor Regen und Schnee schützen und vor Wind schützen. Aber einige Bahnbeamte, die im Gebäude wohnten, nutzten das Dach auch noch auf andere Weise, nämlich als ihre Terrasse. Jedenfalls erzählt Anke Nitsch, die Tochter des Güterbahnhofchefs Klaus Andresen von 1941 bis 1959, dass sie im Sommer oft aus ihrem Küchenfenster herausgestiegen sind. Dieser Hocker war sozusagen die Leiter in die Freiheit und sich in der Sonne geahlt haben. Das war bei dem Teerpappenuntergrund ein ziemlich heißes Vergnügen, wie Sie sich vorstellen können. Aber sie hatten eine herrliche Aussicht über das Nur. Zur Wohnung der Familie gehörte auch ein langer Balkon hier rechts, aber die Familie fand die Dachterrasse eigentlich viel schöner. Wenn man früher durch die Bahnhofstraße auf den Bahnhof zuging, dann hatte man schon das Pfeifen der Lokomotive in den Ohren und ihren Geruch in der Nase. Es dampften nicht nur die vorbeifahrenden Lokomotiven, sondern auch die, die in den Lokschuppen gewartet und aufgeheizt wurden. Wir hatten sogar zwei Lokschuppen, denn Eckernförde war bis 1905 Einsatzort für Lokomotiven und Züge. So erklärt sich auch, weshalb wir so ein großes Betriebswerk hatten am heutigen Parkplatz am Grünweg.
Wenn man vom Vorplatz aus in den Bahnhof hineinging, dann sah man links die beiden Fahrkartenschalter, von denen meist nur einer geöffnet war. Da saß von 1958 bis 1965 Dieter Bauer. Der sitzt heute Abend auch unter uns. Nach seiner Erinnerung hatte er, als er anfing, noch an die 50 Kollegen. Alte Fotos zeigen, dass die Zahl der Belegschaft eigentlich schon immer eine erstaunliche war. Und wie fein sie alle sind. Hier nur ein Teil der ganzen Mannschaft. Gegenüber dem Eingang war die Gepäckabfertigung. Da konnten Reisende die Fahrt unterbrechen und ihr Gepäck für 30 Pfennig sicher verwahren lassen. Am Gepäckschalter konnte man natürlich auch Koffer aufgeben und Pakete oder Fahrräder. Der Service war gut und zuverlässig. Als jedenfalls Peter Blenders Familie in ihrem Schrebergarten einmal so viel Kirschen geerntet hatten, dass sie überhaupt nicht wussten, wohin damit, füllten sie einen Eimer mit den leckeren Früchten, setzten einen Deckel drauf, hängten einen Adresszettel dran und schickten ihn per Expressgut zur Schwägerin nach Lüdenscheid. Am nächsten Morgen um 6 klingelte bei der Schwägerin das Telefon. Der Eimer mit den Kirschen konnte abgeholt werden. Alle Kirschen waren unversehrt und kein Unbefugter hatte probiert. Auf dem Eckernförder Bahnhof schien es überhaupt ehrlich zuzugehen. Anfang der 50er Jahre hatte Hans Jessen einmal, das war mein Deutschlehrer in der Richard-Voskerau-Schule, einmal für etwa 30 Kinder des Plattdeutschen Vereins eine Fahrt nach Rantum auf Sylt organisiert. Die Eltern hatten die 14-tägige Reise bar bezahlt. Überweisungen waren damals noch nicht so üblich. Hans Jessen hatte das gesamte eingesammelte Geld in einer dicken Aktentasche fest unter den Arm geklemmt, als sich alle pünktlich und erwartungsfroh in der Bahnhofshalle versammelten. Bevor sie auf den Bahnsteig gingen, hatte Hans Jessen noch kurz etwas zu erledigen. So lange drückte er seinem Sohn Klaus die Tasche zum Festhalten in die Hand. Weil es immer noch nicht auf den Bahnsteig ging, stellte er die Tasche hinter sich auf die Fensterbank. Dann war es endlich soweit. Der Zug lief ein, alle konnten einsteigen und es ging los. Als die Gruppe in Riesebü war, wollte Hans Jessen etwas in seiner Aktentasche nachsehen. Aber wo war die Tasche? Die Aktentasche war nicht da. Jetzt hätte ein Handy geholfen, aber das gab es ja noch nicht. Aber es gab Streckentelefone mit Freileitungen. So konnte der Riesebüer Stationsvorsteher seinen Kollegen in Eckernförde anrufen und um Hilfe bitten. Aber während die Tasche gesucht wurde, musste der Zug ja weiterfahren. Erst als die Reisegesellschaft in Süderbrarup war, kam die erlösende Nachricht: Die Tasche stand immer noch auf der Fensterbank im Eckernförder Bahnhof. Genau da, wo Klaus Jessen sie hingestellt hatte. Aus der Bahnhofshalle führten zwei Türen nach draußen zu den Gleisen, Eingang und Ausgang. Zwischen den beiden Türen stand so eine Art Kabäuschen, in dem oder vor dem ein Bahnbeamter unsere Fahrkarten abknipste. Das waren so kleine, feste Pappkarten, die durch das Knipsen ein aufgedrucktes Datum und ein Loch bekamen. Ich weiß noch, dass ich als Kind diese Knipsmaschine immer genauso faszinierend fand wie die Portionierungslöffel bei Eisdiele Enz. Wenn jemand nicht mit dem Zug fahren wollte, sondern nur jemand anders hinbringen oder abholen, dann brauchte er eine Bahnsteigkarte. Die gab es für einen Groschen am Schalter und später auch in einem Automaten. Ohne Karte kam man nicht durch die Sperre. Am Bahnsteig lief dann immer der Dienstmann Augustin hin und her. Auf dem Rand seiner Mütze stand Dienstmann Augustin. Er bot Hilfe beim Koffertragen an und beförderte Gepäck auf Wunsch,
in seiner schottischen Karre oder auch in seinem Dreiradauto zum Kunden nach Hause. Wer es vornehmer wollte, konnte natürlich auch ein Taxi nehmen. Der erste Personenzug nach Kiel fuhr schon morgens um 5 Uhr. Da drängten sich vor allem die vielen Werftarbeiter, die zur Frühschicht in die Hohwalzwerft mussten, auf den Holzbänken der dritten Klasse. Wenn ein Schaffner gemeint hätte, wegen Überfüllung der dritten, sollten ein paar Fahrgäste lieber in die zweite Klasse wechseln, dann wäre das nicht so ohne weiteres möglich gewesen. Allerdings wird die Instruktion für Schaffner, Hilfsschaffner und Bremser von 1881 nach dem Krieg vielleicht nicht mehr gegolten haben, aber da hieß es, die Anordnung, ob und in welcher Weise Passagiere mit Billetten dritter Klasse wegen Mangel an Raum in eine höhere Klasse gesetzt werden sollen, steht allein dem Zugführer zu, nachdem er in solchen Fällen mit dem Stationsvorsteher Rücksprache genommen hat. Niemals aber sollen schlecht gekleidete Passagiere mit Billetten dritter Klasse in die Nichtrauchcoupés der zweiten Klasse gesetzt werden. Ich nehme an, da saßen hauptsächlich Damen, die man schützen wollte. Denn es heißt weiter, alleinreisende Damen sollen auf Verlangen möglichst nur mit Damen in ein Coupé gesetzt werden. Das Mitreisen von Herren in Damencoupés ist nicht gestattet. Hier spätestens denkt man, dass man sich nach dem Krieg bestimmt nicht mehr danach gerichtet hat. Die Sitze der zweiten Klasse waren gepolstert und etwas bequemer, aber sie hatten einen Plastiküberzug. Der gab einem beim Aufstehen immer das Gefühl, dass man an den Sitzen kleben blieb oder gar, dass man sie mit sich hochsog, jedenfalls im Sommer, wenn wir keine Strümpfe anhatten. Die Atmosphäre im Zug war, um mit Karin Kunze zu sprechen, in den Nachkriegsjahren bös rummelig. Die Toiletten benutzte man, wenn es irgend ging, nur im äußersten Notfall. Das waren diese Modelle, bei denen alles gleich nach unten durchfiel. Papier und alles. Und wenn man wollte, konnte man durch das Loch die Schienen vorbeisausen sehen. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Da wurde einem fast schwindelig, so schnell ging das. Im Laufe der Jahre sah man auf dem Eckernförder Bahnhof neben den regulären Zügen auch immer wieder Sonderzüge. Während des Krieges Wagen voller Soldaten und Lazarettzüge mit Verwundeten. Nach dem Krieg dann neben den völlig überfüllten Zügen mit Eckernfördern, die in Kiel zur Arbeit wollten, immer wieder Wagen mit Flüchtlingen, Umsiedlern oder entlassenen Kriegsgefangenen. Einmal gab es ein besonders großes Gewimmel von Schülern auf dem Bahnsteig. Also 1953 fuhr Hans Jessen, unterstützt von Christian Bruhn, Pulle Paulsen, Fräulein Sie, Fräulein Wille, Irma Blaskowski, mit den Abschlussklassen aller Volksschulen in und um Eckernförde an den Rhein. Das waren 808 Klässler. Der Sonderzug war so lang, dass er unterwegs dauernd auf andere fahrplanmäßige Züge warten musste und schließlich erst morgens um 4 in Köln war. Da gab es auf dem Domplatz eine munter machende Erbsensuppe vom Roten Kreuz und dann wurden die 800 in verschiedene Gruppen eingeteilt, je nach Programm und je nach Unterbringungsmöglichkeit. Inge Schumacher kam mit einer Mädchengruppe nach Maria Laach. Uwe Jens Nissen und Peter Krag landeten auf der Feste Ehrenbreitstein oberhalb von Koblenz. Da schliefen sie in den Kasematten, natürlich unter heute kaum vorstellbaren hygienischen Verhältnissen. Aber was machte das schon, wenn man auf der Reise den Rhein zu sehen bekam und den Kölner Dom, die Forbwerke, Burg Eltz und den Bundestag in Bonn. Da sah eine Gruppe sogar keinen geringeren als Konrad Adenauer. Und der richtete sogar noch ein Grußwort an die Eckernförder.
Peter Krags Gruppe erlebte etwas, was für sie 1953 vielleicht noch wertvoller war als Adenauer. Sie wurden vom damaligen Bundestagspräsidenten im Bundeshausrestaurant zu einer Bockwurst eingeladen. Da sind die, die auf der Feste Ehrenbreitstein untergebracht waren. Ich sehe das noch genau vor mir, das rechte Bild, da waren wir nämlich auch mal auf Klassenfahrt und waren auch auf der Feste untergebracht, aber dann nicht mehr unter so schlimmen hygienischen Verhältnissen. Wir wollen aber zurück zum Bahnhof von Eckernförde. Von den Gleisen aus gesehen ging es nach links in den Gang zum Wartebereich. Gleich an der Ecke lag der Kiosk mit seinen Fenstern zur Halle und nach draußen zu den Gleisen hin. Hier konnte man sich mit Zeitungen, Rauchwaren, Getränken und Süßigkeiten eindecken. Der Kiosk gehörte zum Bahnhofsrestaurant und hier auf diesem alten Bild sehen wir rechts noch den Gastwirt Tim Tode. Hier ein bisschen neuer. Ingrid Lohnert erinnert sich mit besonderem Vergnügen an die Goldnüsse, die man im Kiosk kaufen konnte. Sie wohnte als Kind im Bahnhof, weil ihr Vater Bahnhofsvorsteher war. Sie erinnert sich, dass die Goldnüsse so wie Marmeln aussahen, die in Gold getaucht worden waren. Und von innen waren sie gefüllt mit Schokocreme und sie schmeckten einfach köstlich. Als sie allerdings Jahre später wieder mal Goldnüsse probierte, da war die Enttäuschung groß und sie wusste überhaupt nicht, was sie damals so fasziniert hatte. In den 50er und 60er Jahren war der Kiosk eine Goldgrube. Zu der Zeit gab es in Eckernförde ja noch strenge Ladenschlusszeiten. An Öffnungen zu Feiertagen und an Wochenende war überhaupt nicht zu denken. Und man konnte auch noch nicht an Tankstellen sich mit allen möglichen eindecken. Der Bahnhofskiosk aber hatte von morgens um 5 an den ganzen Tag über bis abends spät ohne Pause geöffnet. Das nutzten nicht nur die Fahrgäste, sondern auch etliche Eckernförder aus. Damals trank man noch viel Korn in der Stadt. Und wer zwischendurch eine Buddel brauchte, der spazierte einfach zum Bahnhof und deckte sich ein. Ein Riesengeschäft waren auch die Soldatenwechsel. Besonders für ihre Heimreise versorgten sich die jungen Männer mit Proviant und Mitbringseln. In den 50ern arbeitete Ursula Künzel, Schwester von Karin Kunze, in dem Kiosk. Sie war erst um Mitternacht mit der Arbeit fertig, denn der letzte Zug ging um 23 Uhr und mindestens so lange musste der Kiosk geöffnet sein und da musste sie auch noch Kasse machen und so weiter. Die Bahnhofsgaststätte schloss um 22 Uhr, sodass Ursula Künzel nachher allein auf großer Flur war. Aber wehe, wenn jemand ihr oder ihrer Kasse zu nahe gekommen wäre. Ihr Vater war ja Leiter des Schlachthofes. Er erlaubte seiner Tochter zum Spätdienst, den Wachhund mitzunehmen. Das war Senta, Schäferhund Senta, der bei allerbesten Kräften war und es mit jedem Angreifer aufgenommen hätte. Er bekam ja nicht irgendein Labberzeug zu fressen, sondern jede Menge anständiges Fleisch. Einmal war es besonders spät geworden, weil es so fürchterlich stürmte draußen, holte zusätzlich ihre Schwester Ursula Künzel ab. Bevor sie zu ihrem Haus neben dem Schlachthof in der Preußerstraße kam, machten die beiden noch schnell einen Abstecher zum Strand, weil sie sehen wollten, wie hoch die Wellen waren. Voller Schreck merkten sie, dass die Strandkörbe schon alle unter Wasser standen. Sie waren ganz aufgeregt und fühlten sich verpflichtet, noch schnell in der Nacht zur Polizei zu rennen, die damals auf dem Rathausmarkt in der heutigen Bürgerbegegnungsstätte untergebracht war. Antwort des Polizisten: Da können wir nix bemoken.